Und in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Professor Markus Zeitlinger. Er ist der Leiter der Uniklinik für klinische Pharmakologie an der MedUni Wien. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Zeitlinger, sind Sie eigentlich überrascht, wie häufig es beim Impfstoff von AstraZeneca zu offenbar doch recht heftigen Impfreaktionen kommt, vor allem zu Fieber und auch recht heftigen Kopfschmerzen? Nein, überrascht bin ich nicht. Grundsätzlich wissen wir das ja aus den Studien, dass das ein sehr reaktiver Impfstoff ist, der grundsätzlich ja auch sehr gut schützt. Und bei diesen Impfstoffen ist das Reagieren des Körpers unmittelbar an die Immunantwort und an den Impfschutz auch gebunden. Das heißt, es überrascht mich nicht. Jetzt lesen wir doch überall, dass die Impfstoffe von Pfizer und von Moderna eine größere Schutzwirkung haben. Warum sind dann die Impfreaktionen bei AstraZeneca stärker? Ja, das stimmt so auch nicht ganz. Grundsätzlich sind die Schutzwirkungen relativ vergleichbar. Gegen schwere Infektionen sowieso und 80% versus 90%. Ich glaube, da ist gar nicht so viel Unterschied, wie man da oft berichtet. Bezüglich den Nebenwirkungen ist es so, tatsächlich berichten wir jetzt oder sehen wir jetzt mehr Nebenwirkungen bei AstraZeneca. Wir wissen aber auch, dass bei AstraZeneca die erste Impfung mehr Nebenwirkungen macht und die zweite weniger. Bei BioNTech und bei Moderna ist es genau umgekehrt. Da ist die zweite reaktiver. Dazu muss man noch sagen, dass die schweren Nebenwirkungen, also die Anaphylaxie, tatsächlich doppelt so häufig eigentlich auftritt bei Pfizer als bei AstraZeneca. Das kennen wir von sehr großen Kollektiven aus England. Jetzt hat sie auch in Ihrem Spital im AKH Widerstand des medizinischen Personals gegen die AstraZeneca-Impfung gegeben. Zum einen, weil er zumindest gegen leichtere Erkrankungen weniger wirksam ist, vor allem weil er auch gegen die Südafrika-Variante offenbar weniger wirksam ist und auch, weil es 3 Monate bis zur zweiten Impfung dauert und nicht nur 3 Wochen. Jetzt mal laienhaft ganz allgemein gefragt, wie viel schlechter ist denn dieser Impfstoff von AstraZeneca? Das kann man so sehr schwer runterbrechen. Fakt ist, er wirkt tatsächlich gegen die südafrikanische Variante offenbar schlechter. Fakt ist aber auch, dass wir bei den anderen Impfstoffen hier einfach keine Vergleichsdaten haben. Das heißt, hier wäre der Vergleich etwas unfair, wenn ich sage, beim einen habe ich gezeigt, dass er nicht gut wirkt, bei den anderen hoffe ich halt, dass er gut wirkt. Diese Daten fehlen uns einfach. Bezüglich dieser 3 Monate, das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Man hat tatsächlich die zweite Teilimpfung so weit nach hinten gesetzt, weil man weiß, dass sie hier besser wirkt, wenn ich sie so weit hinten habe. Geschützt ist man aber schon 3 Wochen nach der ersten Impfung. Dazu gibt es eigentlich sehr gute Daten. Jetzt frage ich Sie mal ganz konkret, wenn Sie die Wahl hätten, sich morgen mit AstraZeneca impfen zu lassen oder in 2 Monaten mit BioNTech-Pfizer, wie würden Sie sich entscheiden? Ich habe auf eine knappere Auswahl gefürchtet sozusagen. Wenn Sie mir 2 Monate Unterschied geben, ist es ganz einfach, morgen mit AstraZeneca. Und wenn ich Ihnen 3 Wochen Unterschied gebe? Auch noch immer. Ab wann würden Sie warten? Wenn Sie beide vor mir liegen, muss ich sagen, würde nichts dagegen sprechen, hier den Messenger-RNA-Impfstoff zu nehmen. Das ist aber fast die einzige Situation. Warum ist dann die Skepsis gerade beim medizinischen Personal, das sich ja besser auskennen sollte als die Laien, gegenüber diesem Impfstoff von AstraZeneca so groß? Weil auch das medizinische Personal vor einer ungeahnten Datenfülle steht, die wir sonst eigentlich nie so gekannt haben. Wenn ich jetzt jemand fragen würde, wie ist die Schutzrate gegen die Influenza, also die Grippeimpfung, die Sie vor 5 Jahren bekommen haben, welche Marke war das, wüsste das kein Mensch. Jetzt reden wir hier über 70%, 80%, 90% Schutz, kleinste Unterschiede in Subgruppen. Und hier sind wir jetzt einfach massiv übersensibilisiert. Ich verstehe diese Verunsicherung, aber ich glaube, es ist etwas überzogen. Nachdem mittlerweile wirklich viele Millionen Menschen weltweit geimpft wurden, wie gut verträglich sind denn die bisher zugelassenen Impfstoffe insgesamt? Es gibt ja doch auch immer wieder Meldungen von schweren allergischen Reaktionen und sogar von Todesfällen nach einer Impfung. Ja, also in England haben wir wieder sehr gute Daten. Da sind 6 Millionen Menschen geimpft worden mit BioNTech und davon haben 130 wirklich eine Anaphylaxie bekommen, ungefähr 3,3 Millionen mit AstraZeneca. Und von denen haben 30. Wenn man das ein bisschen runterrechnet, ist das einer von 100.000, der tatsächlich eine Anaphylaxie bekommt. Das ist schon eine unangenehme Nebenwirkung, die man dementsprechend behandeln muss. Aber ich kann beruhigen, wenn sie auftritt, dann ist das in den ersten 15 Minuten. Das heißt, das sollte der Behandelnde und der impfende Arzt eigentlich abfangen können. Und wie ist das mit diesen Todesfällen, von denen immer wieder berichtet wird? Ich glaube, da muss man einfach berücksichtigen, welches Kollektiv hier geimpft wird. Und wenn ich hier einfach bei sehr alten Menschen beginne zu impfen, ist es selbstverständlich, dass es hier zu Todesfällen kommt. Kein einziger davon war aber nachweisbar assoziiert mit der Impfung. Jetzt gibt es ja grundsätzlich nach wie vor viel zu wenig Impfstoff von allen. Ungarn wendet mittlerweile auch den russischen Impfstoff Sputnik an auf Basis einer nationalen Notfallzulassung. In der EU gibt es noch nicht mal einen Antrag für Sputnik. Sollte Österreich das auch machen, so wie Ungarn? Nein, das würde ich nicht machen. Es gibt einen Grund, weshalb sich Europa dazu bekennt, sozusagen nationale Zulassungen nicht zu machen in so einem Krisenfall, sondern eine zentrale Zulassung durch die EMA zu machen. Der EMA steht hier ein ganz anderer Apparat zur Verfügung.
und wir sollten den Weg einer zentralen Zulassung gehen. Sagt der Pharmakologe Markus Zeitlinger. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Eine Anaphylaxie ist, nur noch mal zur Klarstellung, eine schwere akute allergische Reaktion.